hatte immer den Trugschluss begangen, zu glauben, die Hysterikerinnen wären eine Art angeekelte, asexuelle, wahre, appetitlose, sprich wahrliche Sucherinnen nach der Bedeutung des Seins und nicht korrumpiert durch die Lustleimruten der sexuellen Obsessionen. Aber da hätte ich wohl eher annoncieren sollen, appetitlose Asexuelle gesucht und nicht nach diesen Hübscherinnen, die zwar unter ihren masochistischen Frigiditäten und Anästhesien leiden, aber stattdessen dann die Liaison dangereuse als Machtsubversionsmittel betreiben, diese Scheinsilhouetten der Schönheit einzusetzen als Rache der ihnen abgehenden Falizität und ekstatischen Sexualität einzusetzen, um zu beweisen, dass sie die besseren Phallusträger ihres Vaters gewesen wären und dieser in Wahrheit legitim der mütterlichen Seite, wie alle Homosexuellen das beweisen, die am Phallus der Mutter geblieben sind, bei den Hysterikerinnen aber auf der dritten Ebene der Irreflexion, die so verwenden, dass wenn sie schon nicht dazugehören, nicht der phallischen Machtausübung aktiv angehören können, dann wollen sie wenigstens beweisen und abschneiden, alle sich ihnen bietenden kleinen Viecherlein, um zu bezeugen, dass hier am Ort des Repräsentanten und des Standartenträgers, des Phallischen, die Macht eben auch nicht sitzt, sondern nur fungieren gemacht wird, als Koryphäe in Killerinnen oder als Predigerinnen, die auf die Kanzel des Wortes, des Symbolischen sich schwingen, um damit nicht eine Glorie dieser irrsinnigen Fähigkeit des Menschen, des Dritten, das den Ring schließt, als Tröstungsmaschine des Unbewussten, des Symbolischen zu singen, sondern eben diese idealtätistischen Aufmandelungen, Aufprotzungen zu unterwandern durch die Aktionismen, dass am Ende Justine alle kleinen Falloi Schachmatt zu setzen, weiß und unversehrt jubilatorisch aus dem Geschlachte und Geschlechte wieder hervorzugehen vermag, um hinaufzuschießen in die Himmel der Allmächtigen, die sie überdies nicht ausstehen kann, denn Hysterikerinnen oder sogar irreflexive Hysterikerinnen wie Madame de Merteuil können weder Männer noch Frauen leiden, sondern sie hassen und es ekelt sie an. Es geht ihnen nur um Kontrollsucht, um Behalten des Oberwassers, eben um zu zeigen, dass sie die besseren Phallusträgerinnen gewesen wären als Exekutive des Phallus, so wie in diesen elysischen Mysterien
diese großen Thyrsoe und Phalloe der Prozession vorhergetragen wurden, bis es dann in den heiligen Hainen ans Eingemachte ging und die Mänaden immer Punkt, Punkt, Punkt. Sie wissen schon.